Herzlich willkommen zurück hier in dieser tollen Szene mit ohne Cursor. Wir haben gerade, mein Name ist immer noch Krümelino und mit Father und Ginger Gedönsbla. Ihr wisst, Ja, wir haben Hallöchen. jetzt straight weitergemacht. Für euch ist das jetzt natürlich eine Folge. Die Folge 10 dürfte das jetzt werden. Und wir haben mal kurz wieder zur Entscheidung gespielt und den Spielstand geladen, wo wir nicht alle Edelsteine gefunden haben, was ein weiteres Ende gibt. Und wir wollen euch gerne alle Enden zeigen, deswegen geht's jetzt los mit dem, ja, mit einem der Enden, okay? Dann entscheiden wir uns mal gegen Mutter und retten Vater. Ich werde Vater retten. Ah ja, was tust du da? Es tut mir leid, Mutter. Stopp. Ah ja, nicht. Oh mein Gott. Ich verblasse. Mein Körper verschwindet, Mutter. Ah, ja. Warte, geh nicht. Oh. Oh, ein Remix. Wo bin ich? Vater! Vater! Oh. Wurde ich gerettet? Ah ja? Oh, Vater! Ah ja. Es tut mir leid, ah ja. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Vater, Mutter. Ja, ich weiß. Du musst wirklich allein gewesen sein. Wir werden ihr Grab morgen besuchen, um ihren Geist zu beruhigen. Okay. Ah ja. Ich wollte nicht, dass du die Wahrheit erfährst. Aber mit den letzten Tropfen meiner Kraft. Echt? Oh, ich dachte, das wäre in dem Ending anders. Was? Ha. Eine wirklich gute Probe. Soll ich die restlichen Materialien wegwerfen? Das kann warten. Komm her, Maria. Doktor. Ah, nee, ich hab's ja anders gesprochen. Wie? Oh. Doktor. Wie sie wegguckt. Eure Frau weiß von unserer. Nee, es ist jetzt, oder? Ach so, das Mädchen weiß von unserer Beziehung. Na und? Ich glaube nicht, dass sie damit einverstanden ist. Das ist das Problem. Das Mädchen wird bald 11 sein. Das ist ein Ein schwieriges schwieriges Alter. Alter. Natürlich. Pass auf sie auf, bitte. Schau, da ist hier nie etwas passiert. Sie ist mein Schatz. Entschuldigung. Ach, meine, ach, schön, meine schönste Puppe von allen. Nett. Ha? Eine Puppe? Ich? Vater? Huch. Was war das? Das ist. Und jetzt? Mutter!
Er verbringt seine gesamte Zeit in diesem stinkigen Keller. Sag mir nicht, er ist schon wieder bei diesem Mädchen. Doktor. Ah ja. Wurde schon sehr ladylike oder ist mittlerweile sehr ladylike. Sehr erwachsen. Sehr erwachsen, naja. Und früher hat sie immer Streiche gespielt oder hat dich gestört, aber jetzt? Ja, nur noch ein bisschen. Ich denke, es dauert nicht mehr lange, bis die Frucht reif ist. Oder sie reif ist. Ich werde sie in die schönste Puppe machen, die ich je, die Welt je gesehen hat. Was war das? Sie wird mein Meisterwerk unter den meinen Puppen sein. Puppen? Was? Sie in eine Puppe machen, verwandeln, was auch immer? Mutter, was war das? Was passiert hier? Ich werde die Materialien, die wir nicht mehr brauchen, entfernen. Mach das. Das werde ich dir niemals verzeihen. Du willst also unsere... Du wirst. Du wirst also unsere... Ach, du wirst niemals. Ah! Du wirst unsere Tochter nicht zu einem deiner Subjekte machen. Hä? Huh? Du! Was passiert hier? Du willst Experimente mit dir durchführen? Du hast also zugehört. Was denkst du dir dabei? Sie ist unser einziger Schatz. Genau das. Sie ist unsere wunderschöne Tochter. Und ich werde sie ewig machen. Und trotzdem, irgendwann wird sie beschmutzt. Das kann ich nicht. Ich kann gar nicht daran denken. Also werde ich sie zu einer Puppe machen. Das kann ich nicht glauben. Das kann ich dich nicht tun lassen. Ich gehe. Was sagst du da? Wenn du unbedingt eine Puppe von ihr machen willst, dann mach doch einfach eine Nachbildung. Warte. Willst du sie mit dir nehmen? Das kann ich nicht zulassen. Lass mich! Ich werde nicht zulassen, dass du mit ihr tust, was du willst. Mutter! Mutter, nein! Ja. My Lady, bleiben Sie bei uns. Doktor, warum hast du das getan? Es musste getan werden. Für Ayas Zukunft. Aber, wenige Frau. Sag Aya nichts davon. Aber. Sie ist immer so zart besaitet. Sag, sie ist an einer Krankheit gestorben. Die junge Dame belügen? Das kann ich. Widersetzt du dich meinem Befehl? Nein, das ist nicht das, was ich tun wollte. Maria. Was auch immer passiert,
Ich werde loyal sein, Doktor. Und das ist der Grund, warum du meine Assistentin bist. Ah, Doktor. Nun, was machen wir mit dem Körper? Aya darf es nicht sehen. Mutter. Ist das ein Traum? Habe ich einfach einen schlechten Traum? Es ist kein Traum. Das ist die Realität. Mutter. Es tut mir leid, Aya. Deine Mutter liebt deinen Vater immer noch. Also, deswegen habe ich ihn nicht getötet. Aber ich hätte es tun sollen. Sag das nicht. Renn, Aya. Weg von ihm. Aya? Aya, was ist los? Warum schaust du so beängstigt deinen Vater an? Nein. Huh? Nein, Mutter? Aya. Also, was ich gerade gesehen habe, war kein Traum, sondern die Wahrheit. Vater, du... Ich kann sie nicht so reden. Nun gut. Vater. Nun, Aya. Denkst du nicht, dass deine Mutter so schön ist? Ich nehme an, du kannst es noch nicht akzeptieren, aber... Mit der Zeit wirst du dich dran gewöhnen. Eigentlich wollte ich noch ein wenig warten, aber... Vater, wirst du mich wirklich in eine Puppe verwandeln? Sei nicht traurig, Aya. Wenn du eine Puppe bist, wird deine Schönheit ewig halten. Schau dir diese Kinder an. Wunderschön, oder? So erhalten, wie sie am Leben waren. Das sind die Früchte der Forschung der Dravis-Familie. Keiner von ihnen bewegt sich. Das wird also mit mir passieren? Schau sie dir an, vom Kopf bis zum Fuß. Du kannst dir nicht vorstellen, dass sie Puppen sind, oder? Aber ihre Köpfe, ihre Augen, ihre Körper, ihre Hände, ihre Beine. Sie wurden gesammelt von vielen Körpern. Von vielen Leuten. Ich finde es wirklich faszinierend. Du kombinierst einen Hund mit einem Menschen. Du kannst sogar Menschen und Tiere und Hunde miteinander kombinieren. Ist das nicht unglaublich? Was würdest du gern sein, Aya? Vorbei. So viele Veränderungen kann ich gar nicht vornehmen. Wenn ich deine Niedlichkeit, deine Schönheit erhalten will? Vater, hör auf. Aya. Ich werde dich in den feinsten Kleidern anziehen.
Sag mir, was auch immer du anziehen möchtest oder anhaben möchtest. Nein! Ah ja. Wo gehst du hin? Komm, bleib bei deinem Vater. Nein! Hast du mich etwa? Es tut mir leid, aber ich möchte keine Puppe sein. Ach, jetzt kommt Maria. Ach, ich kann schon wieder speichern. Ist das nicht toll? Mhm. Oh. Warum lässt es sich nicht öffnen? Ja. Hier kommt der Pedobär. Ja. Öffne die Tür, Aja. Die Puppe hat sie blockiert. Danke. Aja. Öffne dich. Aja. Aja, komm zurück. Ah, das wird jetzt lustig. Oh Gott. Beeil dich, die Kettensäge kommt. Oh Gott, jetzt sägt die Puppe durch. Plus Tür. Es gibt kein Entkommen. Ich kann nicht. Ja, ich komme nicht durch. Wow. Oh, ich muss wegrennen. Oh, die Lache ist verändert. Oh nein, ich hab den eben nicht gezogen. Du kommst vorbei. Und du bist, ja. Oh, ich fand die andere Lache aber besser. Ja, das war die Lache. Well. Ja. Hä? Was passiert? Hä? Gut. Das war also das Bad End. Gut, machen wir weiter. Ja. Gut. Wir haben doch gerade gespeichert, Hasi. Danke, liebe Speicherkrähe. So, du darfst gehen. So, dann kommt dieser ganze Mist nochmal. Oh Gott. Es ist schon nett gemacht. Ich weiß nicht, wie es im Original ist, aber... Genau so. Genau so, okay. Die gleichen Animationen und so? Mhm. Cool. Dings, die... Gut, diese Puppe wird ja so gespalten. Liegt dann links, rechts da. Ist im Original, glaube ich, nicht so. Okay. Also so richtig in der Mitte durch. Ich kann die Tür noch nicht öffnen. Ich weiß nicht, ob das bringt zu hämmern. Außerdem neue eingesprochene Sätze. Ah, okay. Es gibt keinen Kommen, Aja. Nett. Ja, kann ich ein bisschen ablenken, okay. Ja, so wie du es vorhin gemacht hast. Okay, gut. Das wusste ich nicht. Welp. Okay. Nee, er benutzt die Kettensäge. Ach so. Da hast du dann Zeit. Okay. Ich glaube, er macht das nochmal. Ja. Na, dann wir mal. Wo bin ich? Habe ich es zurückgeschafft? Doktor? Well. Junge Dame! Maria, lass Aja nicht gehen! Warte! Nope. Was soll ich tun? Okay. Das wird sie nicht öffnen? Was tue ich? Was hat er gesagt?
Boah. Junge Dame, wo seid ihr hin? Wo ist Aya hin? Es tut mir leid. Ich habe sie aus den Augen verloren. Du hast was? Es tut mir wirklich leid. Ich bin mir sicher, sie kann nicht weg sein. Lass uns woanders suchen. Du unnützes. Okay. Maria, wat? Ignoriere sie. Was sag passiert ich mal, denn? Weil wir machen doch eh noch das 21. Du wirst okay. Eh nicht das True Ending kriegen, also lass das weg, sonst wiederholt sich zu viel. Okay. Na gut, dann gehe ich wohl. Ah, okay. Halt den Maul. Oma. Wie bitte? Warum haben die das nicht auf Japanisch gelassen? Das weiß ich auch nicht. Der hat das richtig verrückt eingesprochen. Hier kommt Johnny. Boom. Alter, geil. Das ist richtig, also. Okay. Oh ja, der Kettensingentanz. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ja, gut. Ha, alles in der Kirche. Deswegen mag ich keine Kirchen. Was? Oh, Hallöchen. Komm. Bleib hier. Nein. Found you, Aya. Wir haben genug Fangen gespielt, Aya. Ich muss dich wohl ruhig stellen. Lass mich gehen. Ich wollte dich nicht verletzen, Aya. Schade eigentlich. Nein. Hör auf, Vater. Aber ich kann deinen Fuß mit einem Rock eigentlich ganz gut verstecken. Also sollte es kein Problem sein. Ich möchte das nicht. Ich möchte immer mit dir bei dir bleiben. Ich liebe dich, Vater. Also bitte. Bitte, bitte hör auf. Ah ja. Mach dir keine Sorgen. Vater und Aya werden für immer zusammen sein. Also, Ruhe in Frieden. Aya. Creepy. Ah ja, dein neues Kleid sieht wundervoll aus. Na, es ist Zeit zu schlafen. Guck, er hat sie geküsst. Ganz toll. Von diesem Bild von ihr auf dem Stuhl gibt's richtig schöne Fanarts. Mhm. Gute Nacht, Aya. Ja. Bad End 2.
Gut. Damit hätten wir auch das zweite Bad End geschafft. Und siehe da, es ist wieder an der 25-Minuten-Marke. Oh, jedenfalls in meinem Aufnahmeprogramm. Das heißt, wir verabschieden uns jetzt erstmal für euch. Lassen euch ein wenig was zum Verdauen da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir wahrscheinlich das True End kriegen, oder? Ja, das ist dann das True End. Okay. Das Na dann Ende. Hoffen wir mal, dass das wenigstens ein bisschen positiver ausgeht. Wir werden sehen. Mein Name ist Krümelino und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüssi!